Hi, ich bin Max. Du warst mir ein guter und treuer Diener, Severus. Aber du weißt, nur ich kann ewig leben. Aber Herr... Nagini, töte! Dies waren die letzten Worte, bevor Voldemort seine Schlange Nagini auf Severus Snape hetzte und diesen tötete. Seine Absicht dabei war es, durch den Mord die Macht über den Elderstab zu erlangen, da Snape den vorherigen Meister des Stabs, Albus Dumbledore, getötet hatte. In dieser Annahme lag er zwar falsch, jedoch bleibt eine Frage offen. Wenn Snape von Dumbledore den Auftrag bekommen hatte, ihn zu töten, hätte Dumbledore dann nicht wissen müssen, dass Voldemort Snape umbringen wird, um der wahre Meister des Stabs zu werden? Hat Dumbledore Snapes Tod also tatsächlich eingeplant? Diese Frage, welche mir von euch in den Kommentaren gestellt wurde, möchte ich in diesem Video beantworten. Was glaubt ihr? Und habt ihr noch weitere Fragen aus dem Harry Potter-Universum? Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Jetzt aber erstmal viel Spaß! Um zu verstehen, weshalb Voldemort Snape überhaupt tötete, ist es wichtig, sich die vorherigen Besitzer des Elderstabs noch einmal genauer anzusehen. Voldemort wollte mit aller Kraft die Macht über den Stab erlangen, von dem er glaubte, dass dieser Snape allein diente. Zu dieser Annahme kam er, dass Snape es war, der Dumbledore, seinen vorherigen Besitzer, tötete. Jedoch hatte Voldemort dabei ein kleines Detail übersehen. Nicht Snape entwaffnete Dumbledore am Abend seines Todes, sondern Draco Malfoy. Die Macht des Stabs ging dabei also auf ihn über. Snape tötete Dumbledore zwar kurz danach, jedoch hatte dies nichts mehr mit der Macht über den Stab zu tun. Nun stellt sich also die Frage, ob Dumbledore wusste, dass Voldemort Snape töten würde, da er der Meinung war, dieser wäre der wahre Meister des Stabs. Ein Hinweis hierzu wird uns in den Heiligtümern des Todes gegeben, als Harry im Limbo auf den verstorbenen Dumbledore trifft und dieser ihm die Wahrheit über alles Geschehene erzählt. Für Voldemort ist der Elderstab zu einer Besessenheit geworden, die seiner Besessenheit, was dich angeht, gleichkommt. Er glaubt, dass der Elderstab seine letzte Schwäche beseitigt und ihn wahrhaft unbesiegbar macht. Armer Severus. Wenn sie ihren Tod durch Snape planten, wollten sie also, dass er die Sache mit dem Elderstab beendet, oder? Ich gebe zu, das war meine Absicht, sagte Dumbledore. Aber es hat nicht so funktioniert, wie ich wollte, nicht wahr? Nein, sagte Harry. Dieser Teil hat nicht geklappt. Wir können aus diesem Gespräch also lesen, dass Dumbledore mit dem geplanten Mord an ihm ganz andere Ziele hatte, als Snape die Macht über den Stab zu geben. Er wusste, dass der Stab nur weitergegeben werden kann, wenn sein vorheriger Meister vom Neuen besiegt wird. Durch die Tatsache, dass er Snape darum bat, ihn zu töten, erhoffte er sich, die Macht des Stabs zu brechen, da er dann nicht besiegt, sondern eines einvernehmlichen Todes gestorben wäre. Dass er jedoch vorher von Draco entwaffnet werden würde, konnte er so wohl nicht voraussehen. Harry erklärt dies bei seinem letzten Kampf gegen Voldemort mit folgenden Worten. Hörst du nicht zu? Snape hat Dumbledore nie geschlagen. Sie haben Dumbledores Tod untereinander vereinbart. Dumbledore hatte die Absicht, unbesiegt zu sterben, als der letzte wahre Herr über den Zauberstab. Wenn alles so gelaufen wäre wie geplant, wäre die Macht des Zauberstabs mit ihm untergegangen, weil er ihm nie abgerungen wurde. Nun wissen wir also, was Dumbledores wahre Pläne hinter alledem waren. Doch hätte er nicht trotzdem voraussehen können, dass Voldemort trotz allem versuchen würde, durch den Mord an Snape die Macht des Stabs zu erlangen? Nun, an dieser Stelle schien Dumbledores Plan ein weiteres Mal nicht ganz aufzugehen. Denn was er außerdem nicht voraussehen konnte, war, dass Voldemort die genaue Funktionsweise der Weitergabe des Stabs nicht verstehen würde. Entweder hätte Dumbledore davon ausgehen können, dass Voldemort nicht bemerken würde, dass der Stab ihm nie vollkommen dienen wird, oder dass er wusste, dass dessen Weitergabe auch durch eine Entwaffnung funktioniert. Snape war in Voldemorts Augen einer seiner treuesten und mächtigsten Anhänger. Ihn vor der alles entscheidenden Schlacht zu töten, wenn er ihn doch auch lediglich entwaffnen könnte, hätte für ihn wohl nicht viel Sinn gemacht. Das Missverständnis, welches zu Snapes Tod führte, hatte Dumbledore eventuell nie so eingeplant. Ein weiteres Detail zur Beantwortung unserer Frage wäre, dass Dumbledore Snape lebend brauchte. Er wusste, dass Harry erst kurz bevor er sich Voldemort opfern würde, die Wahrheit über alles erfahren dürfte. Dass er ein Stück der Seele Voldemorts in sich trug und dass er selbst sterben müsste, um Voldemort besiegen zu können. Nach Dumbledores Tod war Snape der einzige Mensch, der davon wusste. Dumbledore hatte also Pläne, für die er Snape dringend lebend brauchte. Seinen Tod konnte er also nie in Kauf nehmen, da er wusste, dass Snape mindestens so lange am Leben bleiben muss, um Harry die Wahrheit zu erzählen. Dass Harry, Ron und Hermine ihn erst kurz vor seinem Tod fanden und dieser seine Erinnerungen weitergeben kann, war also eher ein großer Zufall.
Dies würde so gar nicht zu Dumbledore passen, der seine Handlungen stets bis ins kleinste Detail durchdenkt. Eine Theorie oder besser gesagt eine Möglichkeit, welche Dumbledore vielleicht in Betracht gezogen hatte, möchte ich euch nun vorstellen und würde mich sehr über eure Meinung dazu in den Kommentaren freuen. Dumbledore konnte nicht wissen, dass Draco als ein Diener Voldemorts daran arbeitete, die Todesser am besagten Abend nach Hogwarts zu bringen. Wäre dies nicht geschehen, so hätte Snape Dumbledore dieser Theorie nach vielleicht ebenso gut heimlich töten können, ohne dass jemand davon mitbekommt, wer für seinen Tod verantwortlich war. Man hätte Dumbledores Ableben ebenso auf die Folgen des Tranks, welchen Harry ihm bei der Bergung des vermeintlichen Horcruxes gab, oder auf die Folgen des Fluchs, welchen Dumbledore durch Gorns Ring erlitt, schieben können. Snape wäre damit nie als der Mörder Dumbledores bekannt geworden, und somit hätte Voldemort auch keinen Grund, ihn zu töten. Dagegen spricht, dass Dumbledore wollte, dass Voldemort von Snapes Tat erfährt, sodass dieser ihm vollends vertrauen würde. Jedoch war dies lange nicht der einzige Grund, weshalb Dumbledore den Mord in Auftrag gab. Er wollte damit in erster Linie die Macht des Elderstabs brechen, bevor dieser Voldemort in die Hände fällt. Zudem wollte er nicht an den Folgen des Fluchs langsam dahinwelken, sondern einem für ihn würdigen Tod ins Auge blicken. Außerdem versuchte er mit dieser Tat, die Seele des jungen Draco zu schützen, der eigentlich mit dem Mord beauftragt war. Snapes Rolle als Todesser zu stärken, war also nur ein untergeordneter Grund. Vielleicht wäre Dumbledore so auf die Idee gekommen, sich heimlich von Snape töten zu lassen. Da er jedoch in der Nacht auf dem Astronomieturm von den Todessern überrascht wurde, fehlte wohl die Zeit, sich einen neuen Plan zu überlegen. Ich finde diese Theorie auf jeden Fall sehr spannend und würde mich sehr über eure Meinung dazu in den Kommentaren freuen. Aus all den genannten Gründen lässt sich sagen, dass Dumbledore Snapes Tod mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht vorausgeplant hat. Glaubt ihr, Dumbledore hatte vielleicht doch einen Grund dazu, Snapes Leben so aufs Spiel zu setzen? Oder habt ihr noch weitere Fragen aus dem Harry Potter-Universum? Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.